Hallo, mein Name ist Sargun Duran, bin Laola 1 Taktikexperte und heute werde ich euch ein bisschen was über die Raute erzählen. Zurzeit spielen in Österreich die Top-Teams meistens mit einer Raute, wie Salzburg oder Sturm. Doch warum ist das der Fall? Weil die Raute sehr, sehr viele Vorteile hat. Natürlich hat sie auch Nachteile, wie bei allem, aber sie hat sehr viele Vorteile und die werden wir jetzt gemeinsam durchgehen. Zuerst einmal nur ein paar allgemeine Punkte. Erstens einmal, wir sehen, was die Positionierung angeht. Wir haben sehr, sehr viele Spieler in der zentralen Spur. Weil wenn ich das jetzt hier markiere, dann haben wir links und rechts die Außenzonen. Und wir sehen sehr schön, dass 8 Feldspieler in dieser zentralen Spur sind. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Überladung. So, zweitens, automatisch haben wir keine Flügelspieler bzw. keine äußeren Mittelfeldspieler. Das heißt, die Außenzonen sind nur einfach besetzt mit den jeweiligen Außenverteidigern. Weiters, was gibt diese Formation her? Aufgrund von dieser Positionierung ist es noch möglich, mit einem klassischen Zehner zu spielen, was ja bei vielen Formationen nicht mehr der Fall ist. Aber hier schon, der klassische Zehner. Und weiters ist es so, ein allgemeiner Punkt, dass mit der Raute du automatisch viele Linien hast. Das bedeutet, Viererkette ist auf einer Linie, Sechser ist eine Linie, die Achter, der Zehner und der Stürmer. Und wenn man viele Linien hat, dann hat man von Haus aus eine sehr gute Staffelung, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Und warum es wichtig ist, werde ich euch gleich erzählen. Fangen wir mal mit der Defensive an. Erstens einmal, dadurch, dass wir 2 Stürmer haben und wenn der Gegner mit 2 Innenverteidigern aufbaut, egal jetzt auf welcher Höhe wir anpressen, ist es so, dass wir mit 2 Stürmern sehr einfach Druck erzeugen können auf die 2 Innenverteidiger. Aber mit der Raute ist es auch sehr, sehr einfach, sich anzupassen. Das heißt, sie ist sehr flexibel. Warum? Weil wenn der Gegner zum Beispiel mit 3 Innenverteidigern aufbauen sollte, dann können wir uns schnell anpassen, zum Beispiel, dass wir sagen, die Stürmer kommen breiter und der Zehner schiebt vor. Und es ist so wie ein 4-3-3 und wir können wieder Mann auf Mann Druck erzeugen. Da kommt es aber auf den Trainer drauf an, wie er das gerne haben möchte. So, was ist noch ein Vorteil in der Defensive? Und zwar dadurch, dass wir sehr, sehr viele Spieler, wie wir schon gesagt haben, in der zentralen Spur haben, können wir den Gegner auch in die Mitte lenken. So, da ist es aber dann wichtig, zum Beispiel, so, wenn der Gegner jetzt mit einer Viererkette spielt, dass die Stürmer den Gegner von außen nach innen anlaufen. Das heißt, wenn der Spieler den Ball hat, dass er von außen nach innen anläuft, dass er den Gegner zwingt, dass er in die Mitte spielt. Warum ist das ein Vorteil in der Raute? Weil wir hier sehr viele Spieler haben. Wir haben mindestens Gleichzahl, wenn nicht sehr oft sogar Überzahl. So, aber man kann natürlich auch den Gegner auf die Seite lenken. Und wenn ich hier sofort Druck erzeuge, automatisch ist der in erster Linie frei. Und wenn der Gegner daher spielt auf diesen Spieler, dann ist es wichtig, dass wir mit der Raute komplett rüber verschieben. Das heißt, wir verschieben ballorientiert. Ist logisch. Und das ist der Riesenvorteil von der Raute. Dadurch, dass wir viele Spieler dann in Ballnähe haben, ist es einfacher dann, den Ball zu erobern. Aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, jeder Vorteil hat auch einen Nachteil. Was ist dann der Nachteil? Der Nachteil ist ganz klar die ballferne Seite. Und zwar, wenn es der Gegner schaffen sollte, hier sich rauszukombinieren und vielleicht über die ballferne Seite dann anzugreifen, dann wird es problematisch. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man mit der Raute spielt, wenn man den Gegner auf eine Seite lenkt, dann muss man auch schauen, dass der Gegner auf dieser Seite bleibt und dass wir hier den Ball erobern und dass er nicht rauskommt auf die ballferne Seite. Das nächste sind die Umschaltphasen. Fangen wir an mit der Umschaltphase offensiv. Das bedeutet, wenn der Gegner zum Beispiel hier den Ball hat, wie vorher besprochen, und wir schaffen es, dass wir hier den Ball erobern sollten, dann ist ein Riesenvorteil von der Raute, dass wir erstens hier sehr viele Spieler haben und zweitens aber auch, dass wir mit den 2 Stürmern und mit dem Zehner,
dass wir schon sehr gute vertikale Anspielstationen haben. Das bedeutet, wenn wir hier irgendwo den Ball erobern sollten, ist es wichtig, dass wir sofort die tiefste Anspielstation suchen. So, und das ist in der Raute meistens der mit dem und der Zehner. So, und dadurch, dass wir, wie gesagt, sehr zentral positioniert sind, ist der Weg zum gegnerischen Tor sehr kurz. Das heißt, wenn wir hier den Ball erobern sollten, sofort schnell nach vorne spielen, sofort die vertikalste Anspielstation suchen. Und aufgrund von dieser Positionierung ist das möglich. Aber auch genauso in der Umschaltphase defensiv. Das heißt, wenn wir gerade den Ball haben und wir verlieren ihn, dann ist ein Riesenvorteil von der Raute, dass wir sehr viele Spieler in Ballnähe haben. Das heißt, dort, wo gerade der Ball verloren wurde, dort können wir mit vielen Spielern sofort wieder Druck erzeugen, dass wir den Ball wieder zurückerobern können. Wie schaut es jetzt mit der Raute in der Offensive aus? Das schauen wir uns jetzt an. Ich habe am Anfang erwähnt, dass wir keine Breite hier im Spiel haben. Das bedeutet, dass unsere Außenverteidiger die Außenzonen einfach besetzen. Das heißt wiederum, dass sie sehr, sehr laufstark sein müssen, weil sie die komplette Breite, die komplette Außenzone bearbeiten müssen. Da denke ich zum Beispiel an einen Gazi Begovic von Sturm Graz. So, aber nicht nur die Außenverteidiger, in der Raute, vor allem auch die Achter müssen enorm laufstark sein, weil sie sehr, sehr lange Wege und viele Wege machen müssen. Und da denke ich wieder an einen Prass von Sturm oder an einen Seiwald von Salzburg, der aber auch oftmals auf der 6 spielt. So, aber jetzt nochmal zurückzukommen. Wir haben keine Breite hier im Spiel, aber dafür haben wir mit der Raute sehr viele Dreiecke und logischerweise Rauten. Wir sehen hier zum Beispiel, wenn der Innenverteidiger den Ball hat, sehen wir hier schön die Raute, wir haben hier eine Raute, wir haben hier Dreiecke und so weiter. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig für ein Kombinationsspiel. Es ist wichtig, dass der Spieler, der den Ball hat, dass er viele Optionen hat. Er hat links eine Option, er hat rechts eine Option und er hat vertikal eine Option. So, und das ist wiederum gut mit der Raute für das Prinzip tief, klatsch, tief. So, das heißt, hier hat er den Ball, er spielt in die Tiefe und er kann zum Beispiel klatschen lassen auf einen von den Achtern zum Beispiel und er spielt ihn dann wieder in die Tiefe. Nur ein Beispiel. Genauso kann man ja dieses Prinzip auch so spielen. Tief, er lässt klatschen und dann tief zum Beispiel auf dem anderen Stürmer, wie auch immer. Aber diese Positionierung ist hervorragend dafür. Genauso aber auch für das Spiel auf dem zweiten Ball. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Druck bekommen sollten und wir chippen den Ball hier auf einen Stürmer und wir überspielen das Pressing zum Beispiel vom Gegner, dann ist es so, dass wir aufgrund von diesen vielen Spielern im Zentrum und weil sie in Ballnähe sind, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir den zweiten Ball erobern. Und das ist wiederum ein Riesenvorteil. So, und zum Abschluss noch, wenn wir uns im letzten Drittel befinden, zum Beispiel wir greifen über die rechte Seite an, unser Außenverteidiger ist mit dabei, natürlich stehen wir höher. So, und was ist jetzt der Riesenvorteil? Der Vorteil ist, dass wir mit zwei Stürmern und mit einem Zehner eine sehr, sehr gute Boxbesetzung haben, weil diese Spieler sowieso schon sehr in der Nähe sind vom gegnerischen Tor. Das heißt, wenn wir über rechts angreifen sollten, so eine gute Restverteidigung brauchen wir natürlich auch, wenn wir über rechts angreifen sollten, mit zwei Stürmer plus ein Zehner, super Boxbesetzung, vielleicht schaltet sich auch der Ball für eine Achter mit ein und wir haben drei, vier Spieler in der gegnerischen Box, wo wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir dann ein Tor erzielen. Und dann natürlich auch, wenn der Ball reingespielt wird, ist es wichtig, dass wir uns dann hier gut positionieren für die Restverteidigung und dass wir auch hier rundherum dann die zweiten Bälle erobern, dass wir uns festsetzen können in der gegnerischen Hälfte. Aber das ist wiederum, das ist wie gesagt auch ein Vorteil, dass wir mit dieser hohen Präsenz in der Nähe vom gegnerischen Tor, dass wir immer wieder den Gegner zu Fehler zwingen und dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir ein Tor erzielen. Das waren die Vor- und Nachteile von der Raute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Video. Tschüss!